Und damit hallo und herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video. Und zwar befassen wir uns heute mal mit der Frage, sind 2,18er Display besser als ein 36er Display? Weil es sind ja dieselbe Anzahl an Booster, aber das sind halt zwei verpackte Displays, das ist ein verpacktes Display. Und ja, heute machen wir einfach mal das Experiment, indem wir die zwei hier aufmachen. Wir haben ja im Stream schon ein paar aufgemacht, ein paar waren sehr gut, ein paar waren eher durchschnittlich, muss man einfach so sagen. Und ich würde einfach sagen, wir gehen einfach mal rein. Und zwar erkläre ich euch erstmal, was das Ganze hier ist. Und zwar, ihr seht ja schon, es gibt die 36er Display. Die bestehen aus zwei Hälften A18 Boostern. Die 18er Display sind quasi genau so ein halbes. Die gibt es normalerweise auch eher eigentlich für einen, also die sind eigentlich für einen Kiosk oder sowas produziert. Für die, die einfach nicht so viele Booster brauchen. Die gibt es auch, soweit ich weiß, nur auf Deutsch. Ich glaube auf Spanisch vielleicht noch. Englisch gibt es sie nicht, da fragen auch öfters mal welche nach. Und wir gehen halt immer davon aus, dass so ein 36er Display ja immer so aufgebaut ist, dass man eine Hälfte hat, die richtig gut ist und eine Hälfte hat, die richtig schlecht ist. Und wir gehen davon aus, dass die Verpackungsweise ungefähr genauso auch bei den 18er Displays ist. Das heißt, es kann mal sein, dass das die gute Hälfte ist. Es kann auch sein, dass wenn wir zwei aufmachen, zwei gute Hälften bekommen. Es kann aber auch passieren, dass wir zwei schlechte Hälften bekommen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Und kurz noch, weil viele Leute immer fragen, was ist der Unterschied zwischen den 18er Lots und den 18er Displays. Das sind 18er Displays, die sind original verschweißt mit Folie, mit Pappkarton. Und die 18er Lots bei uns im Shop kommen aus so einem 36er Display. Und das Einzige, was wir machen, wenn wir euch einen 18er Lot halt verkaufen, so gesehen, oder hier ein 18er Lot im Shop bestellt, da machen wir so ein 36er Display auf, holen uns hier eine Hälfte raus, das sind dann in der Regel 18 Booster, wow, wir haben sogar ein Error Display, die sind upside down hier drin, ne? Und die kriegt ihr dann so, also quasi genau dasselbe wie ein 18er Display, nur ohne Packung, ohne Folie, wir mischen da auch die Booster nicht rum oder sowas und ja, das sind die 18er Lots. Aber Leute, ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht mal so lange rum und gucken jetzt einfach mal, was wir hier so ziehen wollen. Die Pull Rate ist ja in normalen Displays zu 7 bis 8 Hits. Wir haben ja strahlende Sterne, quasi eine 9 bis 11 Hit Pull Rate durch die ganzen Sachen in der Trainer Gallery, also die Character Super Rares und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen jetzt, sagen wir mal 9 Hits. Wenn wir 9 Hits hier rausziehen, dann bin ich eigentlich relativ zufrieden tatsächlich mit den Displays. Wir werden noch so ein bisschen durch die Packs einfach mal durchschaffeln, was ein ganzes Display quasi ist. Wir haben ja schon einige Karten öfters jetzt gesehen mittlerweile und man muss auch weiterhin sagen, ne, strahlende Sterne, so ein hammer, hammer, hammer geiles Set und eines der besten Modern Sets, muss man einfach mal so sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht mittlerweile jetzt, wo das Set ja auch mittlerweile schon fast 3 Wochen draußen ist. 2 oder 3 Wochen waren das jetzt, glaube ich, ungefähr, wo das Set draußen ist. Sehr, sehr geiles Set. Also wir haben echt geile Hits. Und ich muss sagen, mich freut es tatsächlich sehr, dass die Pull Rate so gut ist. Weil, ja, es ist einfach schön, wenn du dir halt ein Display kaufst, dass du dann auch richtig gute Hits einfach rausziehst. So soll das auch eigentlich sein, meiner Meinung nach. Und wir haben den ersten Hit. Raikou V. Okay. Unser erster Hit hier aus dem ersten 18er Display. Wir werden natürlich auch die 18er Displays untereinander jetzt mal ein bisschen, wie soll man sagen, vergleichen, um zu gucken, welches von denen vielleicht besser war. Und wir haben schon mal eine Vista. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut, weil ihr wisst ja, die Vista-Karten haben ja eine sehr geringe Pull-Rate. Wir haben normalerweise immer eine in 2 Displays, war das, glaube ich. Aus dem 1000er Opening, das Statistik-Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr auch abchecken. Und wir sind schon mal gut dabei. Wir sind schon mal gut dabei. Ich denke mal, mit einer Vista und einer V, da ist man schon mal nicht so wahnsinnig schlecht bedient, tatsächlich. Was ich auch eigentlich ganz cool finde, dass die Vista-Karten relativ selten sind. Ich meine, es gibt ja relativ wenige, es gibt ja nur 4 Stück. Und wenn wir dann jedem Display 2 ziehen würden, 2, 3, dann hätten wir die ja relativ schnell voll. So dauert es ein bisschen. Aber trotzdem ist die Purell halt echt gut. So, und wir haben eine Holo, Shelterra Holo mit Evo-Druck und Einhämmern hier und mit diesen Vista-Karten. Da haben wir auch ein paar Leute gefragt. Es gibt jetzt diese Vista-Power, die kann man nur einmal pro Spiel benutzen. Das heißt, die liegt am Anfang vom Spiel halt so. Wenn man sie benutzt hat, dreht man sie um, damit man weiß, dass man die quasi schon benutzt hat. Falls ihr die Jigs-Attacken kennt, ist mehr oder weniger genau dasselbe Prinzip. Finde ich eigentlich als taktisches Element ganz cool. Tatsächlich. Und finde ich nett, dass sie das reingebracht haben. So, hier Illewoltek. Ich liebe diese Artworks. Einfach so. Es ist einfach ein Tag-Team-Artwork in diesem Set drin. Auf einer normalen Rare. Und ja, wir haben nochmal Shelterra und Pixie. Man muss ja sagen, wir machen übrigens demnächst auch Drachenwandel 18 nochmal in einem Video auf in der Hand. Nur nochmal schöne, schöne alternative Karten. Da haben wir ja einen Twitch-Stream auch schon krank rausgezogen. Und wir haben der Hitzkopf in Full Art. Aber das ist gut. Wir haben eine Full Art aus dem 18er Display. Die nimmt man sehr, sehr gerne mit. Die ist ja meistens nicht garantiert. Sehr, sehr schön.
meine, hier der Bowl vorm St. Martinsfeuer, ne? Man kennt ihn ja. Und das ist bis jetzt schon mal ganz solide. Also ich bin bis jetzt schon mal zufrieden mit dem. Ich bin bis jetzt schon zufrieden mit dem Display. Aber was ich sagen wollte, oh, da kommt schon der Next Hit. Und Sarude V. Ja, geil. Haben wir schon mal 4 Hits. 4 Hits ist schon mal so, sagen wir mal, Minimum, was man haben möchte eigentlich aus einem 18er Display von dem Set. 4 Hits sollte man schon erwarten. 3 Hits ist, glaube ich, so unterdurchschnittlich. 4 Hits sollte damit dann eigentlich schon durchschnittlich sein. Carpelt, so. Ne, aber die 18er Displays, seitdem wir die eigentlich aufmachen, ich meine, seitdem wir den Shop haben, Trendschild Base, waren die Displays schon sehr, sehr, sehr geil, die 18er. Panferno, wir haben ja wirklich in den Displays, in den Streams, in den alten Freitag-Streams, so viel coole Sachen oder so viel geile 18er Displays gehabt immer. Vor allem auch Clash der Rebellen und das waren gute Zeiten. Wir haben hier Mimikma Character, super rare, sehr, sehr schön. Oh, dieses Artwork mit der Lola. Und ich freue mich so sehr, dass ja auch im Astralglanz im nächsten Set confirmed wurde, dass wir diese Artworks, diese Character Super Rares weiterhin haben. Das heißt, einige, die uns noch aus VMAX Climax fehlen, werden wir weiter sehen. Und ich finde, Leute, wir sind mit dem 18er Display schon mal sehr, 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 sehr solide dabei. Und hier nochmal das andere Pendant, das ist Mark Brandt. Und 2 Packs haben wir noch. Also 5 Hits aus dem 18er, das nimmt man mit. Also ich finde, das ist echt gut. Da wäre ich zufrieden, wenn ich das ziehen will. Roxalas Backup, noch eine Rainbow. Okay. Alles klar. Also ich würde sagen, jetzt kann man echt nicht mehr unzufrieden sein mit dem Display. Jetzt kann man absolut nicht mehr unzufrieden sein mit dem Display. Alter, voll gut. Also das ist richtig gut. Das ist tatsächlich auch, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, eins der besten 18er, was wir bis jetzt gesehen haben, aber ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und ein Olangar hier nochmal am Start. Okay, also erstes 18er Display, 6 Hits, darunter eine Rainbow, eine Character Super Rare, Full Art, eine Vista und 2 normale Vs und noch hier 3 Holos. Also in jedem zweiten Booster quasi was rausgezogen. Guck mal, was das zweite so gönnt. Display Nummer 2, ich finde die ja auch sehr, sehr knuffig, ne? Also vom Artwork her, ich meine, die haben ja dasselbe Display-Design wie die normalen 36er, halt einfach ein bisschen zusammengestaucht. Ich finde, die sehen schon ganz cool aus. Gefallen mir echt gut. Ich finde es auch immer wieder cool, wenn man die irgendwo am Kiosk sieht oder sowas. Hier ist ja wunderbar, wunderschön. Und jetzt gucken wir mal, was das hier so bringt. Ob das jetzt hier rankommt, ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und stimmt, wir haben gar keine Character Rare in dem Display gezogen. Fällt mir jetzt mal gerade auf. Wir hatten keine einzige Character Rare. Ich habe gerade schon gedacht, so, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, weil wir so viele Hits hatten. Aber keine Character Rare. Vielleicht ja dafür die Character Super Rare. Ich muss sagen, da nehme ich lieber die eine Character Super Rare mit. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, dass wir die gar nicht gezogen haben. Aber gut, fangen wir auf jeden Fall mal mit dem ersten Pack aus dem Display mit der Character Rare auch an. Und ein Carpils. Wir hatten ja auch einige Error-Displays, die richtig, richtig witzig waren in den Streams. Da haben wir teilweise 23 Character-Rares in einem 36er-Display gezogen. Ich weiß nicht, ob das bei den 18ern auch möglich ist. Der Error habe ich bis jetzt so nur bei den deutschen 36ern von gehört. Das wäre ganz witzig. Und ein Arceus V, sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr spielbare Karte. Arceus V, da ist ja eine der Meta-Decks, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Weil die auch mit den Attacken einfach super stark. Ich meine, mit der ersten Attacke kann man durch das Deck nach 3 Basenergiekarten durchsuchen und beliebig an seine Pokémon V anlegen. Also das ist schon sehr, sehr strong. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch eine Doppel-Farblos-Energie wieder. Und oh, yo, Glurak Full Art, let's go! Sehr, sehr geil. Also ich würde mal sagen, bis jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Die 18er haben richtig gegönnt und da würde ich mal sagen, da haben wir einen guten, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Und die richtigen 18er schon mal rausgesucht. Jo, wie geil ist das denn? Also ich bin jetzt zufrieden. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus, würde ich einfach mal sagen. Oh, die Karte ist so schön, ne? Die Karte ist wirklich wunderschön, meiner Meinung nach. Oh, hammervoll. Ich habe ja gesagt, die Glurak-Karten sind meiner Meinung nach nicht nötig gewesen in dem Display, in dem Set. Aber ich finde, sie haben ihre Daseinsberechtigung, weil das Artwork halt auch wirklich, wirklich gut gelungen ist und du so viel weiteres in dem Set hast, was einfach cool ist. Und wir haben nochmal eine wunderschöne Holo-Karte. Also ich würde mal sagen, Leute, hat sich gelohnt. Ich würde mal sagen, wir ziehen hier aber nochmal was Geiles raus. Vielleicht so eine Gold für noch. Wäre, denke ich, aber ganz cool, wenn wir das noch schaffen könnten. Aber
Ja, wobei man muss natürlich sagen, wir haben bis jetzt nur 8 Hits. Also noch sind wir quasi unter 36er Durchschnitt. Aber ich finde, man sollte da auch immer lieber auf die Qualität gucken, als auf die Quantität von den Hits pro Display, weil ich nehme lieber das so, als wenn ich jetzt neu für die Glurak Fuller 3 weitere V hätte. Da freue ich mich drüber. So, Cavalanzas haben wir und einen Top-Film. Na, ein paar Packs haben wir auf jeden Fall noch hier. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber ich bin ganz froh, dass wir gute 18 erwischt haben, auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Übrigens, was auch noch interessant zu wissen ist, die 18er Booster haben meistens einen anderen Barcode. Das heißt, wenn ihr den seht, wir haben schon mal Fragen bekommen, dass vielleicht Fake-Displays sind, weil sie vielleicht schlecht aus einem gezogen haben, wenn sie welche beim Kiosk gekauft haben. Oh, Kramschef V, sehr schön. Die nächste V-Karte hier am Start. Damit sind wir schon mal bei 3 Hits, das ist schon mal gut. Das ist normal, wie gesagt, da gibt es verschiedene Produktchargen so gesehen. Die hier werden halt auch anders eingeschweißt. Ich habe tatsächlich aber bei den 36ern auch welche mit dem Barcode gesehen. Also ich weiß nicht, was sie da in der Factory gemacht haben. Aber ihr kennt ja die Pokémon Company. Empoleon, schöne Holo-Karte. Da wird hin und wieder mal was durcheinander gemischt bei den Openings. Bei den Verpackungen und was weiß ich. Aber ja, so, wir haben nochmal ein Illivoltek, sehr, sehr schönes Artwork. Und nochmal der Hyperball, wie gesagt, eine der besten spielbaren Karten in dem Set. Und 3 Packs haben wir noch. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Also findet ihr die 36er besser als die 18er? Würdet ihr euch lieber die 18er holen als die 36er? Würde mich mal sehr interessieren. Weil ich finde die schon sehr, sehr spannend. Und Leute, ich würde sagen, da haben wir es doch mal gecallt hier. Gala Lavados in Gold und ich finde die so wunderschön. Diese Birdies in Secret Rare. Und Alter, was war das denn für ein 18? Das ist ja noch besser als das davor. Ich habe gedacht, das andere wäre schon stark. Ja, geil. Da würde ich mal sagen, das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Also da habe ich echt viel Glück gehabt. Und diese Artworks sind so wunderschön von den Secret Rares. Keine Angst, die gehen gleich direkt in den Toploader nach der Aufnahme. Ja, ich würde mal sagen, Leute, würde ich mal sagen, nicht schlecht. So, letztes Booster. Ich bin gespannt, ob wir aus dem noch was rausziehen können. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einmal den Pack-Trick. Und dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den 18er Display haltet. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich finde sie echt cool. Vor allem auch, wenn man einfach ein kleineres Display aufmachen will und keinen 36er kaufen will. Dafür lohnt es sich. Random Packs sind natürlich am Start und da würde ich sagen, in dem Fall bei uns hat es sich auf jeden Fall definitiv gelohnt.